Und nun sehen wir einen UFC-Weltergewichtskampf. Phil Brooks ist jetzt auf dem Weg ins Oktagon und wirkt hoch motiviert. Weg ins Oktagon. Das ist ein wahres Stehaufmännchen. Ich habe selten so einen zähen Kämpfer erlebt, der sich von so gut wie allem erholen kann. Wirklich sensationell, wie zäh der ist. Einigen liegt das halt im Blut und das hilft ihnen in Mixed Martial Arts natürlich enorm. Werfen wir einen Blick auf die Daten der beiden Kämpfer in diesem Weltergewichtsfight. Ist natürlich schon ein enormer Altersunterschied zwischen diesen beiden Kämpfern. Und kurz noch der Blick auf die Größe. Da gibt es leichte Unterschiede. Bei der Reichweite aber alles ausgeglichen. Bruce Buffer. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC welterweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, a wrestler holding a professional record of 12 wins, 5 losses. He stands 6 feet 1 inch tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Chicago, Illinois, CM Punk! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, a boxer holding a professional record of 12 wins, 3 losses, and 4 no contests. He stands 5 feet 10 inches tall, weighing in at 170 pounds, fighting out of Orlando, Florida, Mike Platinum Perry! And when the action begins, our referee in charge of the octagon is Eve Ludwig. Hier haben wir Yves Levine, den Referee. Ready? Und jetzt steigen wir ein. Ja, kein leichter Gegner, mit dem er es heute zu tun hat. Schauen wir uns nochmal die Ranglisten an. Das wird ein harter Brocken. Kniestoß zum Körper. Schöner Jab von Brooks. Oh, gefährliche Linke, knapp daneben. Toller Punch, da ist der Treffer. Der Leg Kick ging daneben. Das war ein herrlicher Leg Kick. Oh, Roundhouse Kick zum Körper, gut gemacht. Ja, schöner Treffer, da war der Punch. Oh, ein Superman Punch. Zu offen in der Defensive, ja, das nutzt er natürlich. Guter Jab zum Kopf. Sauberer Frontkick. Treffer mit dem Punch. Phil Brooks konnte hier schon früh im Kampf einen heftigen Kopftreffer landen. Ja, er hat enorm aggressiv begonnen und ich bin gespannt, wie lange dieser Kampf noch geht. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Treffer jetzt mit dem rechten Punch. Schön, wie er sich hier am Boden bewegt. Jetzt wechselt er in die Full Guard. Er kämpft aus der Half Guard. Schöner Ellbogentreffer. Oh ja, schöner Schlag zum Kopf. Oh, oh, sehr gut von uns. Starker Schlag zum Kopf. Oh, oh, so richtig gut sieht er nicht aus. Aber er steht wieder.
Und ein schöner Jab. Oh ja, guter Block. Ja, ja, schöner Roundhouse zum Körper. Ja, kombiniert hier toll seine Angriffe. Das sieht gut aus. Oh ja, was für ein Block. Mann, der Cut wird schlimmer, das sieht übel aus. Sauberer Hack zum Kopf. Schöner Schlagabtausch. Ja, da war der Jeff wieder. Der Jeff geht ins Leere. Ja, schwere Kopftreffer. Sehr gute Kombination. Er verpasst ihm eine Gerade zum Kopf. Gut abgeblockt. Er schafft den Single-Leg-Takedown. Schöner Treffer von Brooks. Er muss jede Menge harte Treffer einstecken. Das ist das Ende der ersten Runde. So, der Cut an der Wange. Schauen wir mal. Ja, ich glaube, der hat sich verschlimmert. Das sieht nicht gut aus. Und das ärgert ihn natürlich. Klar, wenn das so weitergeht, dann droht hier irgendwann der Abbruch. Grandioser Punch. Präziser geht es fast nicht. Da schlägt dieser Kick zum Kopf krachend ein. Hier ist die wunderbare Carly Baker. Okay, Runde 2. Schöner Punch von Brooks. Oh, der Schlag hat gesessen. Schöner Treffer. Die Vorbereitung war offenbar hervorragend. Wenn wir ihn uns so anschauen, macht einen tollen Eindruck. Wirkt bärenstark. Kommt ja aus dem niederländischen Dutch Strike Team, Jim. Und Kompliment. Da hat man wohl im Vorfeld dieses Kampfes alles richtig gemacht. Kick zum Körper. Guter Treffer. Da nutzt er diese Lücke eiskalt aus. Klasse Punch von Brooks. Werfen wir einen Blick auf die insgesamt erzielten Treffer. Er schafft den Takedown. Phil Brooks ist heute Abend gerade mit Takedowns enorm effektiv. Ja, und genauso hatten wir das auch erwartet. Da sieht man einfach die technische Schulung. Klasse Kopftreffer, super von unten gearbeitet. Überzeugendes Ground and Pound hier. Sehr guter Punch von Brooks. Gute Arbeit von unten. Schöner Punch zum Kopf. Er kämpft aus der Half Guard. Schön von unten gearbeitet. Was für ein Punch. Ja, er steht wieder. Den Punch abgeblockt. Oh, rechte Gerade, aber daneben. Schön, oh, er ist abgeschlagen. Oh, starker Angriff zum Kopf, er ist benommen. Oh, da muss er seinen Kopf doch besser schützen. Da ist der Kampf aus. Ein entscheidender Punch kam hier pfeilgerade ins Ziel. Und deshalb ist auch die Technik so wichtig. Die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Gerade. Je gerader der Schlag ist, desto schneller erreicht er also sein Ziel. Kommen wir jetzt zu unserer Kampfwiederholung. Mit diesem Treffer kommt es da zu diesem Niederschlag. Und dieser Niederschlag aus einem anderen Winkel. Mit einem herrlichen K.O. holt er sich also am Ende den Sieg in diesem Kampf. Jetzt hören wir Bruce Buffer mit der offiziellen Entscheidung. Ladies and gentlemen, referee Eve Levine has called a stop to this contest at 3:01 of the second round. Declaring the winner by knockout, C.M. Hier
hier haben wir den Sieger durch Knockout. Almost major now. Stop, boy. I got hot rods. It could get gangster now. Bang, blow your brains out. See what you thinking about. By associates, I've been scarred. Fought and lost, went to war. Drop me off around the corner. Just let it run, lead a car. Get up the road and turn. This what I thought. From Bossier City, took you to grocery and you ain't fault. They love the way I talk. My swag, I'm not regular. The fans going mad and my band's on a pedestal. Women in the stands, babe, don't let me get the best of you. Front stage, Michael Jackson, bad, I'm professional. Solo out in public, but I ain't up for no questioning. Play, I might apply a little pressure, but ain't no wrestling. Sexually aggressive when my bitches be undressing.